Was ist das bitte für ein unglaublich geiler Ausblick, oder? Das hier hinter mir, ne? Das ist die False Bay in Südafrika. Wir sind unweit von Kapstadt entfernt und das ist eine der schönsten Unterkünften, in der wir seit langem übernachtet haben. Ab 50 Euro pro Person pro Nacht könnt ihr das Ganze hier buchen. Wie und wo, das zeige ich euch später. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie wir hier hingekommen sind, denn aktuell leben wir ja in Kapstadt für ein paar Wochen. Wir haben uns einfach mal 3 Tage und 2 Nächte eine Auszeit gegönnt und sind einfach mal um die False Bay gefahren. So, hallihallo, live und in Farbe, auch einmal persönlich von mir hier. Wir sind jetzt hier gerade in Northug im Northug Village, haben wir jetzt mal gehalten zum Mittagessen und wir haben heute Morgen Kapstadt verlassen und ich freue mich sehr auf diesen kleinen Roadtrip hier entlang dem Kap der guten Hoffnung rüber auf die False Bay, einmal rund um die False Bay und dann heute Abend dann in der Nähe von Betty's Bay übernachten. Das wird richtig cool. Wir haben uns für 2 Tage, 2 Nächte und 3 Tage ein schnuckeliges eine Cabin gebucht in den Bergen mit Meerblick und das wird richtig, richtig schön. Und genau, wir nutzen die Zeit und fahren alte, bekannte Orte ab, die wir ja schon ganz oft gesehen haben, aber diesmal halt eben nicht zu zweit, sondern zu dritt. Dauert alles deutlich länger als sonst, aber ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und dass wir euch diesen ganz tollen, besonderen Ort bzw. diese Orte zeigen dürfen. Welcome to my crib, so hieß es früher auf MTV. Willkommen bei Klein Hangclip, unsere Crib, unser Zuhause für die nächsten 3 Tage, 2 Nächte werden wir verbringen. Haben wir relativ spontan gebucht. Wir sind aktuell 6 Wochen in Kapstadt. Ich bin 2 Monate im südlichen Afrika, weil wir ja beruflich auch hier sind. Wir sind ja auch Reiseveranstalter und organisieren Reisen in Namibia und Botswana. Und in der Zwischenzeit haben wir gedacht, komm, wir reisen als Familie hier runter. Unsere allererste gemeinsame Reise und werden halt unsere Lieblingsstadt nochmal neu erkunden mit Baby, halt aber halt eben auch das Ganze drumherum vielleicht neu erkunden. Und diese Gegend hier, die kennen wir noch gar nicht. Wir sind auf der anderen Seite der False Bay von Kapstadt aus gesehen. Man sieht da hinten im Hintergrund das Kap der guten Hoffnung. Wir sehen den Tisch des Tafelberges ganz, ganz leicht. Und wir sind hier diesen R44 lang gefahren. Unglaublich schön. Also, wie gesagt, wir sind ja hier noch nie gewesen. Alle reden immer über den Chapman's Peak Drive, der ja direkt in der Nähe von Kapstadt ist und weshalb er vermutlich auch so beliebt ist, weil er halt eben so nah an der Stadt ist. Ich muss allerdings sagen, die Straße hier ist unglaublich schön. Ihr kommt hier hin, wenn ihr quasi in Gordon's Bay quasi rausfahrt und dann der Küstenstraße entlang folgt. Wenn ihr im europäischen Sommer beziehungsweise im südafrikanischen Winter hier seid, also Juni, Juli, August, dann wird diese Straße auch zum Whale Drive, denn dann kommen die Southern Right Whales und viele andere Wale hier in die Bucht, beziehungsweise nach Südafrika und schwimmen hier rum, springen hier rum und das muss halt extrem cool sein, hier lang zu fahren und das Ganze zu sehen. Ihr habt hier Wale, ihr habt Delfine, Orcas,
weiße Haie oder verschiedene Haiarten. Das ist schon ziemlich cool. Ihr habt hier Baboons, relativ viele Tiere, die man hier in den verschiedenen Naturreservaten und Nationalparks so beobachten kann für wenig Geld. Und ja, ich freue mich, die nächsten 3 Tage hier zu sein. Hallo und guten Morgen hier aus Klein Hanklip. Was für eine, eigentlich echt eine, ich habe eine ganz gute Nacht gehabt, die nicht so eine gute Nacht, sie war sehr, sehr windig. Die Kleine ist sehr früh ins Bett gegangen, weil sie gestern einen langen Tag gehabt hat, aber dafür war sie heute Morgen richtig früh wach, irgendwie um 5:30. Aber es war so cool, weil ich saß dann hier morgens so ab 6 Uhr mit ihr und habe dem Sonnenaufgang zugesehen, der da drüben auf dem Kap der guten Hoffnung in Kapstadt zu sehen war. Richtig, richtig nice. Und ja, ganz langsamer Start in den Tag. Und jetzt machen wir mal was zum Frühstücken und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Es ist relativ windig und es ist so ein Mix aus, da hinten ist alles gut rund um Kapstadt. Hier ist es krass bewölkt. Mal schauen, was der Tag heute so bringt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, weil auch wenn wir den ganzen Tag hier sind, es ist einfach so unglaublich schön. Es ist eine Traumunterkunft, oder? Mega. Also, ich freue mich, dass wir auch 2 Nächte und nicht eine gebucht haben. Ja, ja, ja. Ich bin sehr, sehr froh. Mindestbuchungsdauer ist halt eben 2 Nächte. Und also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das macht, weil wenn ich mir vorstelle, wir wären gestern irgendwie um 16 Uhr hier angekommen und müssten jetzt um 10 Uhr wieder auschecken. Das ist viel zu kurz. Jetzt haben wir den ganzen Tag noch, heute Abend noch, morgen früh noch. Richtig nice. Ihr Lieben, reist in der Nebensaison, ich sag's euch. Es ist Mitte April, montags. Und nicht eine ungöttliche Zeit, sondern es ist 10.30 Uhr. Und schaut mal bitte hier. Es ist nichts los und wir sind hier an einem der schönsten Strände der Gegend. Pringle Bay. Es ist einfach der Wahnsinn. Ganz für uns alleine.
So, wir sind jetzt hier in Stony Point Nature Reserve. Das ist auch eine Pinguinkolonie in der Nähe von Kapstadt. Die meisten fahren nach Simmonstown, das ist auf der anderen Seite der Falls Bay. Diese Pinguinkolonie wird in fast jedem Reiseführer empfohlen, weil sie halt so nah an der Stadt ist, auch in unserem. Aber wenn man ein Auto hat und ein bisschen Zeit hat, dann lohnt es sich einmal, um die Falls Bay zu fahren, einfach hier nach Betty's Bay. Und ja, wie ihr seht, habt ihr hier ganz viele Pinguine. Und wir sind hier in der absoluten Nebensaison und es ist kein Schwein da. Wir haben hier alles für uns alleine. Wir können so viele Bilder machen, wie wir wollen. Wir kommen den Tieren ziemlich nah, wie ich finde. Und vor allem ziemlich ungestört. Und das Ganze mit 30 Rand pro Person, Kinder, 20 Rand, eine 3 Monate alte Tochter. Die wurde jetzt nichts berechnet, weil kann sich an nichts erinnern. Ich hoffe, unsere Zeit hier im kleinen Huncliff hat euch gefallen. Hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar, wie ihr die Unterkunft findet und ob ihr demnächst vielleicht sogar plant, mal nach Südafrika zu reisen. Würde mich wahnsinnig freuen. Wie gesagt, den Link zur Unterkunft auf Booking findet ihr unter diesem Video. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Beiträge bei Off the Path übrigens über die Kap-Region. Und halt hier über die Region werden wir auch nochmal einen eigenen Beitrag demnächst veröffentlichen. Ansonsten genießt noch ein letztes Mal mit mir diesen unglaublichen Ausblick auf die Falls Bay, auf den Tafelberg da hinten, der heute ausnahmsweise mal keine Wolken hat. Der macht ja sein eigenes Wetter, so hoch ist er. Und wir fahren jetzt Richtung Betty's Bay, Kleinmond und schauen uns da den Botanischen Garten an. Und dann fahren wir Richtung N2 hoch und dann langsam zurück nach Kapstadt. Ready? Der wurde leider geskippt, weil die kleine Maus dann endlich eingeschlafen ist und er nur 10 Minuten von der kleinen Handclip entfernt war. Entsprechend sind wir jetzt einfach langsam zurück Richtung Kapstadt. Und jetzt an der N2 haben wir hier im Peregrine Stall angehalten. Ein Ort, den ich euch wirklich empfehlen kann, wenn ihr auf der Garden Route seid, einfach hier halten, leckeren Kaffee, ein paar frische Produkte mitnehmen. So, wir sind zurück in unserem Apartment in Kapstadt. Was für ein geiler Ausflug. Tolle 3 Tage außerhalb der Stadt in der Falls Bay, Klein Handclip. Ich hoffe, ich schaff's irgendwann nochmal dahin, weil es wirklich was ganz Besonderes ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses Video hinterlasst uns super gerne einen Daumen nach oben. Auf jeden Fall ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet.
Der Kleine hat auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und das war's. Bis bald. Tschüss aus Kapstadt. Wollen wir jetzt mal schlafen gehen?